Also wenn wir zusammenarbeiten mit Unternehmen, nehmen wir sehr stark wahr, zum einen die Individualisierung der eigenen Person, aber auch natürlich der Mitarbeitenden, auf die ich ganz stark eingehen muss als Führungskraft und natürlich auch möchte auf der anderen Seite. Da spielen Werte eine Rolle, die zum Teil individualisiert sind, aber natürlich auch von oben vorgegeben sind. Es spielt eine Rolle, dass man eine offene, faire Feedback-Kultur liefert, dass man Räume schaffen kann und dass man da natürlich auch die Methoden und das Vorgehen für braucht, diese Räume zu schaffen und so auch einfach auf die Menschen und die eigenen Mitarbeitenden zugehen kann. Das bedeutet auch eine hohe neue Art von Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist ganz relevant. Und natürlich auch Begeisterung und gute Kommunikation. Also das haben wir sehr stark gemerkt nach Corona oder auch während Corona, dass die Rolle von Kommunikation und auch der Umgang mit Ungewissheit eine, ja, ich würde jetzt fast Mega-Rolle gespielt haben. Und das merkt man auch in den aktuellen Studien, wenn man untersucht, was ist damals gut gelaufen, was waren die zentralen Herausforderungen. Es ist Kommunikation, es ist Begeisterung, es ist Leute mitnehmen und individuell zu führen. Und am Ende trotzdem aber noch im Fokus zu haben, dass man ja da ist, um auch das Unternehmen voranzubringen, um auch Ziele zu erreichen und man die auch als Team gemeinsam erreichen kann.